die alt aussehen, oder einsam in Maria Zell in ihrer Zelle zu Maria flehen, zugrunde gehen. Ganz egal, ganz egal, ganz egal. Hauptsache ist, die Hauptsache ist, sie trafen die richtige Wahl wieder mal und sind bei uns in Österreich. Und ganz egal, ob sie wieder mal durch Weppersdorf wampern oder durch Wampersdorf weppern, an der Triesting ertriesten oder an der Piesting verpisten. Ganz egal, ganz egal, ganz egal. Hauptsache ist, die Hauptsache ist, sie trafen die richtige Wahl wieder mal und sind bei uns in Österreich. Und egal, ob sie in Hollerbrunn durch die Brunnen hollern oder in Brunn am Gebirge über die Berge kullern oder ganz verschollen in Tulln verhullen. Ganz egal, ganz egal, ganz egal. Hauptsache ist, die Hauptsache ist, sie trafen die richtige Wahl wieder mal und sind bei uns in Österreich. Ja, und jetzt packen wir sie zusammen und fahren hinein in den Heimatfilm. Wir beginnen zünftig mit neuen Hauswatschen im urgemütlichen Berggasthof Poscher in Neutetschendorf. Patsch, 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 patsch. Anschließend eine kleine, aber feine Vierbeiner-Attacke im wildromantischen Klein-Dobermannsdorf. So, dann finden wir uns zu einem 64-stündigen Schweigemarathon im idyllischen Sankt im Orsch der Hamm am Wald ein. Und zum Abschluss ein wenig Erleichterung finden. An altehrwürdigen Plätzen wie Maria Einlauf zum Beispiel. Ja. Und wann ihr Mozart hören will? Ja, dann will ich natürlich auch Salzburger Mozart hören und nicht irgendwem. Nur ein Salzburger Mozart? Ja, mit Salzburger Geigen gespielt von einem Salzburger Orchester für meine Salzburger Ohren. Und wem es nicht passt? Der soll mich lecken in mein Salzburger Ohr. Ja, und ansonsten ist halt meistens auch nicht sehr viel los da bei uns, ne? Sehen's? Wenn die Bergsteiger kommen, dann fallen sie meistens gleich runter. Zwingt dem Südwind. Oder sie verirren sich und dann hängen sie in der Wand und dann winken. Na, ja, wir winken halt zurück. Ich meine, man hat ja was zu tun untertags, ne? Oder nicht? Ich meine, wieso sind sie nicht daheim geblieben? Wir sind auch alle Welt da. Ja, und ansonsten ist halt leider meistens auch nicht sehr viel los da bei uns. Alle wandern sie ab. Nicht einmal die Asylanten wollen da bleiben. Sie sagen, es war eher noch zu fad bei uns. Einmal, da ist sogar so ein Afrikaner gekommen zu uns ins Gasthaus. Ne? Na, der ist aber gleich weiß, wo wir die Wand für ein Pepe gesehen hat. Ne? Gut, Pepe! Er hat noch so ein kurzes Stoßgebet verrichtet und dann ist er ganz schnell raus bei der Wirtshaustür, aber ganz schnell. Gut, Pepe! Und was? Ein Malheur? Ja, ein Malheur hat es eigentlich bei uns alle gegeben, eigentlich meistens. Was? Ach so, Sie meinen, ein Maler. Maler und Schriftsteller und so. Nein, da bei uns nicht. So Maler und Schriftsteller hat es da bei uns eigentlich nie gegeben. Und wenn, haben sie sich gleich immer alle umgebracht. Oder sie sind dann ganz schnell, ganz weit weggegangen, nach Wien und so, und haben sie dann dort umgebracht. Ne? Weil seiner Heimat kann niemand entgehen. Und kennen Sie einen Maria Zöller Morgenlikör? Ja, also, ein Maria Zöller Morgenlikör auf einen halben Liter aufgespritzt mit einem Almdumor. Ja, und dann ein ganz kleines Priesel nur von einem weißen Ressel sozusagen zum Treberstrahl oben drüber gestrahlt. Ein weißes Ressel aus dem legendären goldenen Dreiecksgebiet, so zwischen Wolfgangsee, Attersee und Jedermann. Und Sie werden sehen, im Nu haben Sie die notwendige Operettengrundstimmung, die derzeit hierzulande bei uns halt leider so sehr fehlt. Und ich kann es nur immer wieder betonen und hervorheben und betonen, das Schönste an einem wahren Wiener ist
dass man hier ist, man verdaut sozusagen in einem anderen Takt. Ti, 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 ta, 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 ti, 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 ta, ta, wenn Sie verstehen. Sicher verdaut auch der Vorarlberger punktgenau und zielsicher und technisch ausgereift, oftmals bis hoch hinauf in die höchsten Höhen seiner fantastischen Bergwelt. Jedoch entbehrt es dabei leider nur allzu oft der lockeren Leichtigkeit, mit der der wahre Wiener verdaut. Locker, leicht und technisch brillant trifft hier die freudig feurige und oft vielfältige Verdauung der steppenbewohnenden Reitervölker auf die kraftvoll kühne der bergbewohnenden Elbler-Verdauung auf. Die sie umgebende Natur tut das ihrige und schon verdauen beide zu einem gemeinsamen Stamme verschmolzen, auch wernerisch ein erhebendes Gefühl. Du, ich weiß nicht, was ich habe in letzter Zeit. Mir geht alles so nah. Der Berti Bitkowitz hat mich auch nicht gegrüßt. Beim saisonalen Auftakt, draußen bei der Rieder Frühjahrsmesse und die Gerda des Lurder, die hat mich nicht einmal bemerkt, unlängst beim Defilieren am Graben. Wobei ich mich eh schon seit dem Sommer kränk, wo sie mich auch nicht bemerkt hat, draußen auf der Esplanade in Gmunden. Sie müssen sich vergegenwärtigen. Ich gehe da bei der ärgsten Hitzen durch die ganzen Preußen und durch das ganze ostische Gsindel, und sie bemerkt mich einfach nicht. Nix. Die Gerda, der Bimbo Panzenböck, der Bertrand, die Brissa und der Burli gehen an mir vorbei, als wenn ich aus Luft wäre. Ich weiß nicht, was ich habe in letzter Zeit. Mir geht alles so nah. Und unlängst in der U-Bahn kommt da so ein Afrikaner, nur ich will ihm den Tarzan erklären, weil der hat mich gar nicht verstanden. Ich weiß nicht, was ich habe. Mir geht in letzter Zeit alles so nah. Schau dir nur an, den Ex-Kanzler, den Saubimpf. Nicht einmal onanieren hat er sich getraut, damals im Konvikt. Aber jessen müssen hat er singen müssen. Ich weiß nicht, was ich habe in letzter Zeit. Mir geht alles so nah. Servus, Gerlinde. Ideen. Ja, Ideen über Ideen. Und wo tut man sie sich hin? Schmiert man sie sich in die Haare? Oder steckt man sie sich an den Hut? Sehen Sie, oder man lässt sie sich einfach nur stehen. Das ist natürlich das Gescheiteste, denn hat man am wenigsten zu tun. Zum Beispiel die frei schwebenden Kräuterteetassen oder das singende Kaffeeservice mit der Stimme von Pavarotti zum Frühstück. Oder man dreht kleine 3 Minuten Werbespots damit, kernweich, wenn man es erwischt. Meistens erwischt man es nicht. Dann sind sie gleich wieder weg. Ne? Man spitzt den Bleistift und weg sind. Können wir schon anfangen und Nägel mit Kopf machen und dann treffen wir sie und auch jeder legt den Schwanz am Tisch. Hörst du, sag mal, soll's mit richten? Fragt mich einer unlängst so deppert, fragt er, seid ihr Musiker? Nee, natürlich sind wir Musiker, was hast du geglaubt, was wir sind sonst? Wurstverkäufer? Naja, wo spitzen? Sagt der Tatschalle, Na, wir spielen überall, dort wo es geht, gestapelt ist in die Bündeln. Firmen feiern, Geburtstagspartys, Tankstellen, faktisch überall. Jetzt sag's mir, soll's mit richten. Ein Aktfoto habe ich gesehen, ein Aktfoto von Keith Richards. Mein Lieber, der schaut aus wie ein Schildkrug, nur ohne einen Panzer. Gegen den schauen wir zwar aus wie der Tarzan als Bodemaster. Furchtbar. Erst sag's mir einen Satz mit richten. Ah, haben wir gespielt unlängst bei einem Weihnachtsbenefiz, als die Rock'n'Roll Animals. Die Rock
Bockviecher, was der Tierschutz und so. Den Bladen mit den Plateauschuch zweimal hat sein Mann weggehauen von der Bühne. Holalalala. Holalalala. Wahnsinn, die Leute waren paniert. Na herrichten zuerst die Gage. Wisse, morgen um 5 Uhr ist Soundcheck. Grubberwachs Experience. Und wart schon einmal im Burgtheater? Ja, wart schon einmal im Burgtheater? Und haben sie geschaut, was sie dort für Hosen haben? Was die für Hosen auch haben? Ja, na frage nicht, na so Hosen kriegst du in kein Geschäft. Ich sag Ihnen eins. Wenn ich eine gescheite Burgtheaterhosen hätte, ja, dann war ich heute sicherlich nicht da. Und wenn Sie eine gescheite Burgtheaterhosen hätten, waren Sie sicher auch heute nicht da. Wissen Sie, wenn ich eine gescheite Burgtheaterhosen hätte, dann sitzt ihr irgendwo total entspannt am Land in meiner Burgtheaterhosen und hört nach. Vom Schopenhauer die 9. Symphonie aufgespielt von den Swingle Sisters. Jetzt machen Sie mir einmal die Freude, machen Sie mir nur einmal die Freude und schauen Sie nach da einmal um, was die Leute so alles an den Beinen hängen haben. Lauter Schrott werden Sie keine einzige Burgtheaterhosen finden. Ja, vielleicht finden Sie ein, zwei Operettenfestspielhosen. Aber auch nur vielleicht. Ich weiß gar nicht, was sich die Leute heutzutage, wo sich die Leute heutzutage einkleiden lassen. Ja, auf der Tankstelle wahrscheinlich. Während dem Tanken. Naja, ständig in Bewegung, allerweil im Stress. In immer schneller und noch schneller werdenden Hochgeschwindigkeitshosen. Ständig unterwegs zu neuen Zielen. Aber andererseits, wer hat denn heute noch eine gescheite Hosen auf die Füße? Na wer denn bitte? Der Stronach vielleicht, aber ansonsten? Europa, wenn ich das schon her? Ja, Europa für die Huren vielleicht, oder für die Gartenzwerge, oder für die Lilliputaner, oder gar für die Pygmäen. Und an denen dann einen goldenen Arsch verdienen und mit dem an die Börse, bis das es kracht. Prack! Und Sie stehen nach wie vor da in innerer, ich kann ja nichts dafür, Hosen, und schau mich an. Ich kann ja auch nichts dafür, dass Sie noch keine gescheite Burgtheaterhosen mehr leisten können. Kommen Sie in alter verbilligte Kasperltheaterhosen aus China, irgendwo in ein Sonderangebot, dass wenigstens irgendwas gleich schon trunken bei den Viers. Aber Sie sparen halt einen Zeitl und kaufen sich dann irgendeine liebe kleine Burgtheater-Badehose. Womöglich in Kombination mit einer Haube, dann haben Sie auch was aufzuweisen, zumindest in der warmen Jahreszeit. Sehen Sie, in Zeiten wie diesen wird man natürlich auch des Öfteren gefragt, sagen Sie, wie machen Sie das denn eigentlich? Bitte, wo kommt denn dieser immense Erfolg eigentlich her? Nun gut, kann ich da nur sagen, nun gut, liebe Damen und Herren, für alles auf dieser Welt gibt es ein Rezept. Ein ganz simples und einfaches Rezept, ein sogenanntes Erfolgsrezept. Und unser kleines Erfolgsrezept ist eigentlich ganz einfach. Passen Sie auf, verplempern Sie nie Ihre Zeit mit irgendwelchen Hochstaplern. Mit Aufsichtsratsvorsitzenden, Fernsehdirektoren oder Schallplattenproduzenten oder anderen Großinvestoren. Meiden Sie Sektbars und prominenten Hangouts und Staatsopernpremieren. Bleiben Sie lieber zu Hause und sehen Sie fern. Dabei können Sie natürlich auch die Programme selbst bestimmen und haben Ihre freie Senderauswahl.
Oder aber Sie gehen einfach runter zur nächsten Tankstelle, sofern vorhanden, und gönnen sich dort ein gediegenes, kleines, kühles, ja, Sie haben es erraten, Dosenbier, weil das liegt immer im Trend. Für das nötige gastronomische Niveau ist natürlich vorgesagt, in eleganten, extra für diesen Zweck angelegten Nischen und Ecken können Sie Ihrem exklusiven sowie legitimen Wunsch auf das Bequemste nachgehen. Vielleicht machen Sie sogar ein paar neue Bekanntschaften oder Sie stoßen auf alte Freunde. Wer weiß. Oder aber Sie legen sich einfach ins Bett hinein und stellen sich tot. Weil das hilft immer. Selbst die verbissensten Erlagscheine werden auf einmal beginnen, sie mehr und mehr zu akzeptieren und respektvoller mit ihnen umzugehen, weil ja ohne sie keinerlei Chance auf weitere Einzahlung besteht. Und bitte halten Sie stets die größtmögliche Distanz zu schönen Frauen oder sonst irgendwie angenehmen Menschen. Verbringen Sie lieber Ihre Freizeit in einem der vielen bezaubernden kleinen Parks, die unsere Heimatstadt so zahlreich zu bieten hat. Die dort anwesenden Hunde sind zumeist großartige Kunst- und Kulturliebhaber mit einem angeborenen Sinn für das Schöne im Allgemeinen. Sehen Sie, jetzt können Sie beginnen. Zunächst einmal mit kleineren Vernissagen und Literatursymposien oder kleinen Kampfhunde-Kammerkonzerten. Sie werden sehen, nahezu im Nu hat sich eine neue Sommerfestspielschiene nahezu von selbst etabliert und Sie können als neuer Festwochenintendant mit Haustier- und Hundeschwerpunkt Karriere machen. Jetzt machen wir noch ein kleines, machen wir eine kurze Pause, wenn es recht ist, zum Beispiel.